mein Bedürfnis, mal den Klang zu malen. Wie klingt eigentlich Eis? Wie fühlt sich das an? Kann ich überhaupt diese Weißnuancen auf die Leinwand bringen? Und das war so meine Idee, das mal zu erforschen. Und so bin ich losgezogen. Ich bin sehr beeindruckt, weil man hört wirklich, the sound of ice sieht man optisch. Und das ist wirklich wunderschön, diese pastelligen Farben und auch diese unglaublich fotografische Wiedergabe von dem Eis, also wirklich toll. Diese Veranstaltung ist so gut gelungen, dass der Raum, die Bilder, die Tafel mit dem Essen und die Gäste quasi ein ganzes Erlebnis waren. Und es ist rundherum ein gelungener Abend. Was wir hier sehen, ist eine sehr subtile Wiedergabe dessen, was eigentlich erstmal Eis, aber auch Natur insgesamt ausmacht, wie wertvoll, wie kostbar diese Natur und natürlich auch vor allem das Eis ist, kommt in den Bildern perfekt zum Ausdruck. Also Subtilität statt Plattitüden, wunderbar, großartig. Wir sind heute Abend in die Eiswelten eingetaucht und haben festgestellt, dass nicht nur Kunst die Seele erfreuen kann, sondern dass sie auch zum Nachdenken und vor allen Dingen, was die Umwelt angeht, zum Erhalten der Umwelt mit anregen. Das ist ein ganz toller Bogen und den habe ich in einer Veranstaltung so schön und so unterhaltend noch nicht erlebt. Wir haben hier ein wunderschönes Bild von Janine Platz, die da aus ihrer tollen Kunstausstellung The Sound of the Ice dir das Bild als stille Auktion für die Meeresstiftung zur Verfügung gestellt hat. Also übrigens ein guter Aufruf. Ihr könnt ein Angebot für dieses Bild abgeben. Es werden schöne Projekte bei euch unterstützt. Meeresstiftung, was habt ihr vor? Oh, wir haben ganz viel vor. vor allem klären wir natürlich auf und machen Bildungsprogramme, machen kleine Forschungsprogramme promoten natürlich die Anliegen des Meeres und der Ozeane. Ich finde das auch eine ganz super Geschichte. Muss auch ein Lob an dich aussprechen, weil ich finde so, dass diese ganze Geschichte so aus dieser Atmosphäre, dann mit dem doch auch schweren Thema, was die Meere angeht, auf der anderen Seite dieser Sinnlichkeit der Bilder diesen bis ins letzte Detail eigentlich so unglaublich schön auf den Punkt gebrachten Ding. Jeder nimmt was mit nach Hause, hat sich trotzdem mit einem Thema beschäftigt, was er vielleicht gar nicht so genau wissen wollte. Aber er nimmt es mit einem positiven Gefühl nach Hause und das ist wirklich großartig. Ja, und wenn wir alle ein bisschen bewusster sind und mehr tun und uns für Dinge engagieren, die wir vorher noch nicht kennen oder unterstützen wollen, weil wir das Meer lieben oder weil wir die Kunst lieben, dann ist das wichtig, oder? Für 2020. Ich finde das unglaublich wichtig und finde, dass das heute sehr gelungen ist. Danke.